Das Dohlschiff fährt in den Hafen von Antwerpen in Belgien ein. Nach Erledigung aller Formalitäten wird sofort begonnen, die frische Ware zu entladen. Alles passiert nun in umgekehrter Reihenfolge. Die Paletten werden mit einem Kran aus dem Bauch des Schiffes gehoben und kommen in Lagerhallen. In den Lagerhallen herrscht wieder genau die richtige Temperatur für die Bananen. Die Kühlkette wird nicht unterbrochen. Arjan van Kampen, ein Dohl-Mitarbeiter, kümmert sich um die Verteilung der Ware. Ein Teil der Paletten geht direkt in Kühlcontainer auf Lastwagen zu den jeweiligen Kunden. Ein anderer Teil wird in die Dohl-eigene Reiferei direkt im Hafen gebracht. In der Reiferei werden die Bananen gereift. Sie bekommen hier ihre gelbe Farbe und ihren süßen Geschmack. Der Reifemeister zeigt uns auf einer Farbskala die Stufe der Reifung. Nach der Beurteilung der Reifung und einer letzten Sichtkontrolle ist seine Arbeit erledigt. Jetzt können die Bananen auf LKW verladen werden und ihre letzte Reise zum Supermarkt antreten.